nehmen eigentlich jeden Blödsinn auf. Und dann am Ende, was rauskommt, ist das brachialste Video aus dem Jahre 2022. Das sage ich, obwohl wir erst Jänner haben. Ladies and gentlemen, welcome to this new YouTube video with those two gentlemen here. Ich glaube, ihr müsst euch nicht vorstellen. Ich glaube, ich brauche euch auch nicht vorstellen. Patrick Deutsch, Daniel Kubik. Sollte jeder aus der deutschsprachigen Bodybuilding-Szene eigentlich kennen, oder? Was sagt ihr? Sollte, ja. Ja. Tut, nein. Wirklich nicht. Nee, ich glaube nicht, ja. Also das ist komplett crazy. Auf jeden Fall haben wir heute Brutales geplant. Wir werden es aber nur besprechen, was wir überhaupt machen. So, ihr seid ja noch immer, also wir sind beide komplett irre. So, vorgestern habt ihr gehinscht, oder? Vorgestern, ja. Vorgestern. Und heute hinscht mal wieder. Perfekt, du wirst nicht hinschen, gell? Ja, ich hab überlegt, mach noch ein bisschen Sumo, ja. Sumo ist so. Ja, ich hab ausprobiert, das geht, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Okay. Ein bisschen Trockentest gemacht. Zum Antesten auf die Adduktoren halten. Ja, genau. Adduktoren Hams. Tat noch ein bisschen weh, also ist in Ordnung. Gut. Wir haben heute perfekte Voraussetzungen. Wir haben halt da eine Kamera. Wir haben halt da eine Kamera. Wir haben halt da eine Kamera. Und wir haben, das ist das Allerwichtigste, ein Dremel. Das ist ein Werkzeug, wo wir die Krallen vom Primo schleifen. Du kannst den Monster gerne aufmachen. Ich werde mal ins Intra trinken, damit ich brauche diese stetige Koffeinversorgung. Ich habe jetzt gerade einen Booster getrunken. Davor auch den ganzen Vormittag schon ordentlich geballert und jetzt brauche ich stetige Koffeinversorgung, Intra-Workout im Training. Also Chris, man merkt es gar nicht. Die Leute denken, ich bin nur so aufgeregt wegen Koffein. Dabei bin ich immer so aufgeregt. Wir schauen uns jetzt einmal die heutige Session an. Jungs, was machen wir? Wir machen mal einen Leg Curl, ein bisschen zum Hamstrings warm, damit wir nicht so viel Gewicht brauchen. Weil sind wir ja sonst sind wir ja bei den 400 Kilo unterwegs beim Heben. Ja, das kann ja keiner zumuten. So. Dementsprechend, was wollt ihr machen? Sitzen, liegen, Leg Curl, stehen? Sitzen ist eigentlich gut, oder? Ein bisschen verlängerte Position der Hamstrings über die Knieflexion simulieren. Genau. Und dann gehen wir rein in den Hinge. Genau, deswegen. Dann gehen wir rein in die Hüftstreckung. Ihr werdet, du willst Sumo heben, du willst Double RDLs machen. Ich glaube, ich mache ADL. Du machst ADL? Ja. Und ich heb's die Flag. Das passt dann ziemlich gut. Und dann gehen wir ins Rücken über, oder? Ja. Machen wir eine latdominante Pull-Down-Variante. Ja, zwei Bizep-Übungen, A2 Sätze. Können wir machen. Ich hätte jetzt eine mit 3 Sätzen, aber machen wir 2 mit 2 Sätzen. Ist wurscht. Und einmal RDLs. Ja. Und ich hätte noch einen Restpause Bauch oder so gemacht. Perfekt eigentlich. Gut, also das wird die heutige Session sein. Wir werden sie, Raffi muss dann einen Screenshot schicken, da oben nochmal einblenden. Einfach da oben. Perfekt eigentlich. Und machen uns einen chilligen Spaß. Einen chilligen Spaß. Einen chilligen, machen uns einen chilligen Spaß. Wo Gewitter. Für die Leute noch ganz, ganz kurz. Wo seid ihr gerade so in eurer Timeline der Bodybuilding-Reise? Ich meine, du bist auf Prep, vielleicht ganz kurz anschneiden. Wie lang, wo soll es hingehen? Nur so ganz, ganz kurz. Ja, also wie man eventuell unschwer an meinen Augenringen erkennen kann, bin ich auf Prep. Und an die Apps. Und an die Apps, ja. Ja, hat jetzt einen kurzen Deload gehabt vorher. Kam hierher, hab mich komplett aus dem Leben geschissen. 2 Tage. Geschissen. Geschissen. Und ja, jetzt fühle ich mich wie geschissen, aber so, ich freue mich auf Pull. Nee, ich bin auf Prep 12 Wochen noch bis zum ersten Wettkampf. Ich glaube, es sind 88 Tage oder sowas in dem Dreh. Jo, ersten Wettkampf suchen wir heute raus. 82 Tage, ja oder so. Vielleicht ändert sich der erste Wettkampf noch. Nee, deswegen bin ich jetzt auch relativ lang schon auf Prep. 7 Monate, bisschen länger, 7,5. Ja. Ja, hab noch 5,5 vor mir. Ja. Dementsprechend wird noch eine lange Reise, fühle mich aber gut, fühle mich ready, fühle mich auch gut für die Einheit heute, außer der Hinge. Na, wird entspannt, oder? Ja. Wir sehen, wenn die Hamstrings mal on fire sind und wir sagen, ach fuck, jetzt hast du das Gewicht zu bewegen. Patrick, wie schaut's bei dir aus? Ja, wie man an meinen Augenringen sehen kann, bin ich im Aufbau. Ja, komme jetzt auch von der Trainingspause, vorher ein bisschen angeschlagen gewesen und jetzt entsprechend hier in die Intro-Woche gestartet, was ja deftig ist, aber es gefällt mir eigentlich eben relativ intensiv zu trainieren. Dementsprechend sind wir schon gut dabei, passt dementsprechend gut ins Bild, heute dann nochmal Sumo zu heben und ja, also ich bin jetzt ja nicht ganz 2,5 Jahre jetzt im Aufbau gewesen und dann geht's jetzt in die Wettkampfvorbereitung ab nächster Woche in die 7. tatsächlich, ne? Komplett crazy. Preppst du dieses Jahr auch? Na. Ah. Na. Was ist denn da? Brauch mehr Muskelmasse, oder? Also jetzt preppen. Weiß nicht. Stell mir als ein Enhanced-Athlet drauf, der, keine Ahnung, mit euch nicht einmal annähernd mithalten kann. Das kann es ja nicht sein. Er muss ja das nächste Mal, wenn ich da oben stehe, muss er 100 Kilo
Stageweight sein und zwar mit einer brachialen Form. Geil. Ja, ja. Geil. That's the go. Einfach geil. einfach geil. Hashtag help. Yes. Gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Wir werden euch währenddessen so ein bisschen mitnehmen. Heute nicht allzu viel. Wer edukationalen Stuff haben will, kann ja die anderen Videos abchecken. Heute werden wir ein bisschen so wie uns sein. Ab und zu ein bisschen was dazu sagen und einfach Spaß haben. Einfach Spaß haben. Alright. Und gut. Let's go. Ich brauche Booster. Vor allem, wenn du jetzt aber sagst, bei Beinstrecker, wie du schon gemeint hast, mit relativer Intensität, du kannst ja auch mit, wenn du mit einer, keine Ahnung, sag ich mal, ARIA 2 am Beinstrecker trainierst, ja, dann wäre ARIA 2 ja schon, wenn du halt... Obviously, ja, ist super schwierig. Also, mit relativer Intensität kannst du das gar nicht ausnutzen. Deswegen einfach nie ARIA 2 trainieren. Perfekt. Wir gehen hingen. Wir gehen downstairs. Hamstrings sind vormüdet. Alles gut aufwärmt jetzt und jetzt gehen wir zur richtigen Übung. Gehen wir zum Spaß. Zur richtigen Übung. Schauen wir, was heute bewegt wird. I don't really know at this point. Einfach mal aufwärmen, Ruhe finden. Wie viel Wiederholung machst du? Alle, Alter. Einfach alle. Ich nehme mal Gewicht, mit dem ich denke, ich schaffe zwischen 2 und 20 Wiederholungen. Und dann bewege ich es einfach so oft wie möglich. Das ist genau schwer. Lücke für die aktive Range of Motion. In einer guten Hinge reinkommen, dann wird da jetzt ein bisschen Gewicht bewegt. Haben wir vor 3 Videos haben wir es gemacht, glaube ich, oder? Aber da war es noch vom Boden. Dann habe ich Call gehabt mit Luke, dann haben wir gesagt, mach mal von Blöcken. Besser für die aktive ROM. Shake from the left to the right, the left to the right. You just my type. I'm being shaking it like I'm a rocker, rocker, rocker. Je nachdem, wie es sich anfühlt, machen wir heute verrücktere Dinge oder weniger verrückte Dinge. Schauen wir mal. Promise me, baby, you ain't gonna stop it. Stop it. Können wir kurz die Hose vom Andi appreciaten? Das ist Stil. Das ist Stil, ja. Ich krieg jetzt schon so viele Fragen, wo wir die Hosen kaufen. Das ist der Wahnsinn. Du würdest mehr Instagram machen, würden die Leute nur wegen die Hosen tragen. Die ganze Zeit. Weil es so gut ist. Also, ist gut, oder? Das sind die Schuhe. Das sind auch fest, oder? Ja, ja. Das sind so bequem wie Vivos, nur schauen, oh Gott. Ich weiß nicht zurecht. Ich glaube, ich mache das jetzt noch auf eine. Dann schauen wir mal, wie sich die anfühlen. Und dann entscheide ich, ob ich das als Arbeitssatz mache oder ob ich nochmal was ab. Ich bin noch nicht zu 100% schlüssig. Aber wir werden sehen. Machen wir noch einmal.
Eine fucking Rap. Schauen wir, wo wir stehen. Und dann bewegen wir uns hin fort. Wer dem Kanal schon länger folgt, der weiß eines. Ich mag keine grünen Plates. Das ist halt literally so. Das heißt, wir hätten jetzt zwei Optionen. Entweder wir gehen auf 2,40 und sagen, fuck off, ich nehme mal grüne Plate drauf. Aber das bin ich die. Deswegen sagen wir, wir erden 2,5. Zwei Vorteile. Einerseits gehe ich konservativer rein. Und auf der anderen Seite sage ich, okay, ihr habt keine grünen Plates oben, sondern weiß, schwarz. Stabil. Pass auf, 2,20 für 8, 180 für 11 letzte Woche. Pass auf, 2,20 für 8, 180 für 11. Heute 2,35 für 5 und 2,20 nochmal für mindestens 8. Setz mal Ansage. Ich hoffe, ich kann es umsetzen. Schauen wir mal. Mit so einer Musik im Hintergrund kann ich es wahrscheinlich nicht umsetzen. Aber ich probiere es. Ich probiere es nicht zu hype in den Satz reinzugehen und einfach zu machen. Schau mal. Perfekt. Mit Ansage! Ansage! Also das Anstrengendste ist ja trotzdem noch, das heißt, wenn du fertig bist, den ganzen Scheiß da abräumen. Also wenn sich jemand als Scheibenabräumer bewerben will, bitte einfach an die unten stehende Mail schreiben. Jetzt sind wir jetzt mit dem Hinschuh. Jetzt gehen wir ein bisschen was für die Lads machen. Cooldown Variante. Schauen wir mal, ob wir das Setup finden, das wir brauchen. Ich würde die bilateralen Cooldowns oben empfehlen oder heranziehen. Schauen wir mal. Dann gehen wir runter zur T-Bar. Dann noch ein bisschen DY Rows. Ich bin eigentlich gut dabei. Leute improvisieren. Die Leute, die meine Videos sonst mal schauen, wissen eh, dass wir immer 1000 Stunden nach dem Scheißzeit abfliegen, aber scheint glaube ich ganz gut zu passen. Jetzt hier neutraler Griff, Ellbogen vor dem Körper entlang geführt, Wirbelsäule neutral, nicht überstreckt, latt-dominanter Zug. Auf dem Daniel wird noch was, sag's euch. Kann man noch einiges an Muskulatur rausholen. Ja, jetzt gerade, ja.
meine Sachen da, sind wir jetzt leitdominanten Zug von oben durch. Gehen wir jetzt Teva rudern, dann noch die Y-Rows. Sind wir mit Rücken komplett fertig, dann habe ich hintere Schulter, Bizeps, Bauch. Easy peasy, super stabil. Also, ganz kurz dazu sagen, Werbeeinblendung, weil zum Zeitpunkt, wo es wieder online geht, ist ja schon ESN da. Code Chris für maximalen Rabatt bei ESN, Alter. Das erste Mal, dass ich das in einem YouTube-Video sage. Stabil. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them up. Seht hier zwei unterschiedliche Möglichkeiten einer Ausführung von dieser DY-Row. Wir können eine Maschine nutzen und für uns adaptieren, entsprechend der Needs, um diverse Belastungsmuster zu etablieren. Seht ihr das Beispiel aus beim Daniel? Eine sitzende Ausführung, was in weiterer Folge zur Auswirkung hat, dass die Startposition hier ist und die Endposition des Gewichts in etwa hier ist. Das wiederum führt dazu, dass die Bewegung, je mehr der Daniel jetzt in die verkürzte Position reingeht, schwerer wird. So wie ich es jetzt mache, stehend, ist sie für mich einfach angenehmer, weil ich jetzt schon fatigued bin von Lat Pulldown und so habe ich die Möglichkeit, ab Bewegung entsprechend des Widerstandsprofils, das jetzt für den Zeitraum optimal ist, nämlich erleichternd, eben eher in die verkürzte Position reinkommen, zu adaptieren. Weil ich eben in der Position starte, wo der Daniel jetzt die Endposition hat, und zwar genau hier, und das Gewicht nach oben hin weiter bewege. Ja? Das heißt, mit zunehmender Kontraktion wird der Widerstand oder nimmt der Widerstand ab, und somit habe ich ja an das Kraftprofil des Körpers angeglichenes Widerstandsprofil, was jetzt gerade ganz angenehm ist. I said I'ma do it, I'ma get it anyways. All I do is work, I got this money on my brain. I don't like to talk, I just got way too much. Natürlicherweise ohne Zughilfen, weil die Unterarme wachsen müssen. I said I'ma do it, I'ma go and get a bag. We got in a whip, then I went and hit the dash. I've been thanking God for this life that I done had. I don't need to. Nur weil wir in der verkürzten Position failen, heißt es nicht, dass wir in der verlängerten Position nicht noch weiter Kraft entwickeln können. Genau, die hau jetzt den Griff auf. Aber wir gehen jetzt dann Zebra rudern und ein bisschen die Traps mitreißen. Und dann, ja. Und dann gehen wir ein bisschen Curl, ein bisschen hintere Schulter auf vom Medium. Sounds good. Gut, wir sind jetzt hier bei der Upper Back Dominance Tiba Row. Ronierter Griff, viel Trägheit, viel Stretch aufgrund des langen Hebels und einer Belastung der vorverlängerten Position. Schulterblattbewegung mit drin, volle Retraktion, volle Protraktion. Ja, das war's. Einfach alles, Alter. Einfach Upper Back Builder. Zum Bizeps. Ha!
gehen, nutzen Zeit für ein bisschen Bauchtraining. Wirbelsäulen Flexion, Wirbelsäulen Extension, stabile Startposition, Lat Engagement und jetzt. Resümee zum heutigen Training. Resümee, oder? Stabil, ein paar andere Übungen mit drin gehabt, auf jeden Fall. Meinte ich auch zu dir, ich möchte mal ein, zwei andere Übungen auch mit drin haben, wo ich sage, die habe ich nicht tagtäglich mit im Plan. War schön. War schön, auch war schön, die beim Training anzuschauen. Diese Arme, die müsst ihr jetzt in live sehen. Nehmen. Von der Seite so ein bisschen durchsichtig, aber ja, war gute Stimmung auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall gute Stimmung. Ja. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr das Video teilt in den sozialen Medien, so auf Instagram, dergleichen. Ja, sonst natürlich gerne ein Like da lassen, Kanal abonnieren, schaut bitte bei Patrick und Daniel auf den Kanälen vorbei. Ich meine, jeder, der bei mir Abonnent ist, wird wahrscheinlich eh schon bei euch Abonnent sein. Also, Link wird hier, also Name wird hier eingeblendet irgendwo. Dafür weiß Bescheid. Ansonsten bedanken wir uns vielmals fürs Zusehen. Daniel, hast du letzte Worte? War gut. Ich bin durch. Echt durch. Ich bin durch. In diesem Sinne, gebt Gas, passt auf euch auf, verwickelt euch voll mit Geist nach den Sternen, bleibt nicht, wie ihr seid, entwickelt euch weiter, den Stillstand ist der Tod. Bis bald. Peace und Gott, Derek.